Moin, ich bin Marc und ihr seid bei Dad's Barbecue, Dad's Barbecue. Und heute wird's indisch, heute gibt's Chicken Tikka. Ein sehr bekanntes Rezept und ich zeige euch heute mal, wie es geht. Ja, heute gibt's Chicken Tikka, nicht zu verwechseln mit Chicken Tikka Masala. Chicken Tikka Masala kommt tatsächlich aus England, es beruht natürlich auf Chicken Tikka. Die Engländer essen gerne Sachen mit Soßen und dem war Chicken Tikka zu trocken. Und die wollten eine Soße dazu haben. Da wurde in einem indischen Restaurant in England halt Sahne zugekippt. Und daraus haben sie eine Soße gemacht. Und dann ist daraus Chicken Tikka Masala entstanden. Das gibt es heute nicht. Heute gibt es Spieße. Heute gibt es Chicken Tikka, so wie man es original isst. Und das Erste, was man machen muss, ist das Fleisch marinieren oder einlegen. Das sollte man 6 Stunden vorher machen, bevor man es dann grillt. Deswegen fangen wir damit jetzt auch an. Ich habe sowohl Hähnchenbrust als auch ein Pollofino. Ich wollte einfach mal gucken. Normal macht man es mit Hähnchenbrust. Da es aber dann doch immer so ein bisschen trockener wird beim Grillen, dachte ich, ich nehme mal ein Pollofino und vergleiche das mal, wie das dann geschmacklich anders ist. Aber einlegen tue ich das zusammen und ich hoffe, ich finde das nachher dann wieder in der Marinade. Die Marinade ist eine Marinade auf Joghurtbasis. Und da kommt jetzt Knoblauch-Ingwer hinzu. Ich habe das Ganze gerieben. Ihr könnt auch eine Paste kaufen, die gibt es schon fertig. Aber es ist eigentlich eine 1:1 Mischung zwischen Ingwer und Knoblauch. Des Weiteren kommt hinzu Kurkuma, Madras-Curry-Pulver, und geräucherte Paprikapulver. Und dann habe ich schon mal vorgemacht Kreuzkümmel, das kommt auch noch hinzu. Und frisch gepresster Zitronensaft. Das Ganze wird dann schön vermengt. Und ihr seht schon, da ist ordentlich was drin an Gewürzen. Das gibt nachher richtig Geschmack. Passt auf mit den Gewürzen, dass ihr das nicht abkriegt. Die Farben gehen schwer wieder aus Klamotten raus. Und wenn ihr es dann vermengt habt, nehmt euer Hähnchen und ihr seht, ich habe die in Würfel geschnitten. Manche sind ein bisschen größer, manche sind ein bisschen kleiner, aber so, dass ich sie nachher auf Spieße drauf kriege. So, da kommt jetzt einfach unsere Joghurtmischung hinzu. So, dann wird natürlich ordentlich reingeknetet. Ich nehme das für einen Handschuh, einfach weil die ganzen Gewürze doch alles färben würden. So, das war schon der erste Schritt. Das Fleisch ist eingelegt, kommt jetzt in den Kühlschrank, wie gesagt, für 6 Stunden. Ich habe hier noch so ein Stück von der Marinade, die kann ich auch mal testen. Also gut, Curry kommt natürlich durch. Es ist nicht scharf. Der Joghurt sorgt dafür, dass das Fleisch schön zart bleibt nachher. Und jetzt lassen wir es halt marinieren. So, Marinierzeit ist vorbei. Da sind sie. Und geht jetzt mal auf die Spieße drauf. Ich hoffe, ich finde die Pollofinos wieder. Das nicht. So, hier haben wir ein Pollofino-Stück, das lege ich mir mal zur Seite. Und hier haben wir das andere Pollofino-Stück, auch das lege ich mir zur Seite. So, und das ist dann der extra Spieß mit den Pollofinos. So, zubereiten werde ich meine Spieße wieder mit der Rotisserie von Onlyfire. Wofür habe ich das denn sonst, wenn ich nicht 7 Spieße gleichzeitig drehen kann und mich nicht weiter darum kümmern muss. Deswegen, wir bestücken sie mal und dann geht die wilde Fahrt schon los. Die Wildfahrt wird sogar 20 Minuten dauern. Das ist genug Zeit, um euch die restlichen Zutaten mal eben kurz vorzustellen. Also Chicken Tikka könnt ihr normalerweise einfach mit ein bisschen Reis essen. Und dann macht ihr noch einen Chutney dazu, wenn ihr was da, wenn ihr Lust habt. Und vielleicht noch ein bisschen Fladenbrot. Oder ihr macht Spattis. Ich habe heute dazu Koriander Pfefferminz Chutney mit ein bisschen Chili drin und ein bisschen Joghurt, damit es nicht so scharf ist für Maker. Haben wir schon häufig gemacht. Das Rezept zeige ich euch hier oben nochmal. Lohnt sich immer, ist schnell zubereitet und gibt Fleisch nochmal so einen ordentlichen Pep dazu durch die Minze und durchs Koriander nochmal so einen besseren Geschmack. Also ich liebe es einfach. Dann Pink Onions. Die sind auch verdammt schnell gemacht. Gut. 2-3 Minuten Köchelzeit, dann wird es zusammengekippt, ein bisschen ziehen lassen, abkühlen lassen, schon sind sie fertig, halten 3 bis 4 Wochen im Kühlschrank. Das Ganze habe ich nochmal gezeigt als Schotti, Link hier oben. Und dann ein paar geschnittene Gurken, da ist ein bisschen Limette drauf, ein bisschen Kalanamak. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, nehmt ihr Pfeffer und Salz.
Dann für die Kanickel ein bisschen Rucola. Und das Ganze wird in den Plan geben. Und das waren schon wieder die ganzen Zutaten. Und jetzt warten wir darauf, dass das Fleisch fertig wird. So, wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur von 45 Grad. Wir wollen so zu 76 bis 80 Grad hochgehen. Und da sind die auch schon fertig. So, wir sind fast am Ziel. Kerntemperatur ist 70 Grad. Ja, und dann ist es auch schon soweit. Ich kann servieren. Auf geht's. Unten gebe ich ein bisschen Salat hin. Ein paar von den Gürkchen. Und dann dieser wunderbare Spieß. Ein paar Pink Onions. Und das Chutney. Dann einmal umschlagen und zusammenrollen. Und fertig ist meine Chicken Tikka Rolle. Ja, und da ist er. Ich probiere erstmal das Fleisch so. Gut gewürzt, wirklich sehr gut gewürzt. Die Zitrone kommt noch ein bisschen durch und natürlich die Gewürze, die da drin sind. Lecker. Kann sein, dass es ein bisschen trocken wird beim Grillen. Dann nimmt er ein bisschen Wasser und bürstet das so ein bisschen mit Wasser ein beim Grillen. Dann bleibt das schön frisch. Mir reicht es so. So, und ich werde jetzt mal meine ganze Rolle probieren. Gurken, Zwiebeln geben ganz nochmal so eine Frische dazu. Das Chutney dazu. Mega unterstützt das Ganze, wie ich es mir gedacht habe. Salat ein bisschen dabei. Oder Fleisch, einfach lecker. Das ist eine richtig gute Rolle. Und wie gesagt, ihr könnt es mit Reis essen. Ihr könnt es mit Spaghetti essen. Macht wie ihr wollt. Aber macht es euch. So, jetzt schauen wir mal nach, wie Pollofino schmeckt. Ob das saftiger ist als das jetzt. Ja, ist geschmacklich, finde ich besser. Also ich finde, mit so ein bisschen Fett dran, finde ich es einfach intensiver vom Geschmack her. Und es ist auch, also es ist nicht trocken, aber das ist auf jeden Fall saftiger. Wieder mal bin ich der Meinung, Pollofino kann einfach mehr als Filet. Ich habe euch wieder ein paar schöne Sachen gezeigt, die man im Indischen kombinieren kann. Ich hoffe, ihr habt so ein paar Sachen gefunden, die euch gefallen. Und damit ist auch schon wieder die Folge beendet. Wenn ihr noch kein Abo habt, kannst du hier oben abschließen, unten die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, auch das wieder im Blog. Hier habt ihr das indische Lammmatten, hier habt ihr ein weiteres Video. Ja, und das war's. Ich bin raus. Ihr wart bei Dad's Barbecue, Zed's Barbecue. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.